Der Kreisbeigeordnete Dezernent auch für diese Sache zufrieden mit dem heute vorgestellten Ergebnis? Ja, wir haben es ja gesehen, eine ganz tolle Sache, eine unheimliche Arbeitserleichterung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Verwaltungen, Städte und Gemeinden und Landkreis und natürlich ganz was Tolles für die Menschen, die zu uns kommen, die auf einem ganz einfachen Weg eine Vielzahl von Informationen aufnehmen können, die ihnen den Start in Waldeck-Frankenberg oder auch den Start in unsere Gesellschaft deutlich vereinfachen. Also ganz tolle Sache. Jetzt haben wir den Preis gehört, relativ günstig, 5.000 Euro für die App, das ist also gut angelegtes Geld, ne? Ja, da haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein gutes Näschen gehabt, den richtigen Vertragspartner gefunden, denn wir haben uns ja eben davon überzeugen können, hier ist wirklich eine hochwertige Informationsleistung digital geschaffen worden und die 5.000 Euro sollten das alle Male wert sein, das Projekt am Start zu halten. Vielen Dank. Ja, der Fachbereich ist auch zufrieden mit dem Ergebnis? Ja, wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis und auch in der Kürze der Zeit sowas auf die Beine zu stellen, war auch enorm. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die daran beteiligt waren und auch die Ehrenamtlichen haben da super Arbeit geleistet. Und Sie versprechen sich auch eine deutliche wir Entlastung? Wir versprechen uns auch eine Entlastung, nicht nur für uns als Fachdienst soziale Angelegenheiten, sondern auch insbesondere auch für die Ausländerbehörde im Haus und das wird eine deutliche Entlastung werden, da sind wir uns sicher. Kommen wir mal zu den Inhalten hier. Ja. Frau Habich, Sie und die Auszubildende, Nachname? Caro Tenuto. Haben ja da ganz viel mit eingebracht, aber das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, ne? Nein, wir entwickeln die Inhalte natürlich weiter. Das heißt, wir freuen uns auf Feedback. Es gibt die Bereiche Behörden, aber auch Beratungsstellen, Alltag, Freizeit. Und ja, wir freuen uns, wenn Sie uns ein Feedback geben. Was erwarten Sie an Zugriffen? Man hat ja eine gewisse Erwartung. Wir haben eine Menge Zuwanderer hier im Kreis der unterschiedlichen Nationen. Was erwarten Sie so an Zugriffen? Ich würde sagen, das warten wir jetzt erstmal die nächsten 4 Wochen ab und dann können wir konkrete Zahlen natürlich auch nennen. Aber wir hoffen natürlich, dass es so viele Menschen wie möglich erreicht.